Und das dauert immer einen Moment, bis der Knopf kommt. Man ist sich unsicher, läuft es jetzt oder nicht. Tri, tra, trollala, der Kasperle ist wieder da. Guten Morgen. Mahlzeit müsste man eigentlich eher sagen. Ich sehe mich gezwungen, schon wieder aufzutreten. Nein, es ist mir eine Freude und ein Bedürfnis. Aber ich muss ganz dringend vorneweg gleich klarstellen. Dies hier ist für spätere Generationen. Außerirdische. Höhere Intelligenzen, wer auch immer, das sieht, es ist für euch, die Gesamtheit meines Werkes gibt einen kleinen Einblick dahingehend, wie die Menschheit, warum kann ich ein wenig erklären, wie die Menschheit sich vernichtet hat. Oder durch Außerirdische dazu beeinflusst wurde, sich selbst zu vernichten, sei dahingestellt. Das weiß man derzeit nicht so genau. Auf jeden Fall, die Menschen von heute wollen es gar nicht sehen, gar nicht wissen. Mir ist klar, dass das, was ich jetzt sage, im Moment nicht verstanden wird. Aber für so wie wir die Ägypter ausgraben und die Inkas und überlegen, was waren das für welche? So könntet ihr durch mich Verständnis erlangen in die menschliche, ich weiß nicht, Psyche, Seele, was die so treibt, wie die abgeschaltet wurden und nur noch rumroboten. So. Jetzt geht die normale Vorstellung weiter für Leute, die sich einbilden, sie wären hier bei der Dagibi für Arme oder Altaktivisten. Ich bin nicht, ich muss einfach nochmal klarstellen. Vielleicht hat es ja schon gereicht bei dem einen oder anderen, diese Ansprache eben. War aber eben eigentlich, wie gesagt, nicht für euch. War nur für Leute, die mein Material später sichten müssen, dass die nicht immer bis zum Ende gucken müssen, um damit zu merken, oh, könnte wichtig sein. Versteht? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe wieder gründliche Missverständnisse bezüglich meiner Arbeit hier. Dass mir gedroht wird, ist nicht gut, was du da machst, oder gefällt mir nicht, oder so viel und keiner kickt das, Klicks, keine Klicks und 8 Videos am Tag. Ich kündige dein Abonnement, ist sowieso nicht interessant. Hey, ihr könnt alle mein Abonnement kündigen. Ihr solltet vielleicht so ja besser erstmal drüber nachdenken, ob er überhaupt meine Videos guckt und ob er mich abonniert. Vom Kündigen reden wir, also wir kommen später dazu. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, um die Frage halt zu klären, später, die ja bei uns heute im Raum steht, wir verteilen ja Gedenkminuten und Straßennamen oder sonst was, Bibliotheksnamen nach Stauffenberg, der da mal seine Bombe gelegt hat zu der Zeit vom Stauffenberg. Da hätte er ja wahrscheinlich auch wenig Anklang mit seiner Methode gefunden. Ich sehe mich quasi als den Stauffenberg des YouTubes. Und insofern sollte sich natürlich jeder ganz genau überlegen, dass meine Nachbarschaft, Freundschaft und auch nur meine Kundschaft als Videokonsument bedenkenswert ist, sagen wir mal. Man sollte sich Gedanken darüber machen, dass man natürlich, denn wenn so wie ich mir ja nicht unbedingt Freunde mache mit dem, was ich hier tue, selbst dazu denn sich zu der Kernzielgruppe daneben stellt, wenigstens. Falls das irgendjemandem noch nicht klar war. Nochmal ganz deutlich, ja? Denkt darüber nach, was er tut, warum er das tut und ob er das vielleicht lieber lasst. Das gilt aber jetzt nicht nur für das Gucken meiner Videos. Das gilt zum Beispiel auch für das Pilotieren von Chemtrail-Flugzeugen. Wo man zwar weiß, da kommt hinten was raus und selbst wenn man nicht weiß, ob da hinten was rauskommt oder man weiß, da kommt hinten nichts raus. Man sieht ja, bei den anderen kommt überall was raus. Ach, da fängt mein Problem an. Da müsste man als normaler Mensch eigentlich was sagen. Da müsste man mal den Maul aufmachen und sagen, ich sehe da was, das ist nicht in Ordnung. Gelle? Aber irgendwie haben sie alle... Geiler Job, eine Menge Kohle und viele Schulden und ich brauche das Geld und deshalb halte ich jetzt meine Fresse und sehe das gar nicht. Kognitive Dissonanz, aber meine Wahrnehmung kann ich ja so hingehend beeinflussen, dass ich gewisse Sachen ja nicht sehe, höre oder rieche. Da haben die Leute kein Problem. Das scheint also wirklich eine relativ einfache Übung zu sein, ist überhaupt nicht erfolgversprechend. Muss ich leider euch aus eigener Erfahrung mitteilen. Es führt nicht zu einer persönlichen, man fühlt sich nicht besser danach. Und zu dem Thema, ob ich denn nur jetzt irgendwie runtergekommen bin oder wie auch immer. Ja klar, aus der Sicht der normalen Menschen heute um mich herum, die hier nicht, mich nicht, ja, nicht verstehen können,
bin ich völlig abgestürzt. Ich habe keine Firma mehr, keinen Angestellten. Ich habe noch nicht eine deutsche Steuernummer, hätte ich wohl noch, aber Krankenversicherung, alles fällt aus. Ich bin so abgestürzt und runtergekommen, in euren Augen quasi, wie man sich das ja nicht vorstellen kann. Aber ich persönlich sehe das für mich als Fortschritt und fühle mich sehr gut dabei. Von daher macht euch keine Sorgen. Und mir ist es auch völlig scheißegal, was es der Einzelne davon hält. Es geht hier wirklich nur darum, dass es mir, wenn ich hier auf den Knopf drücke und das Video zu Ende ist und ich das dann hochlade und sage, ach, das kann ich abhaken. Das Thema habe ich behandelt, das habe ich klargestellt. Das erzähle ich jetzt nicht noch ein zweites Mal. Bestenfalls verweise ich auf das andere Video, auf das eben jetzt hier diese, bei zukünftigen Reklamationen. Oder ich ignoriere sie halt. Ich nehme das als Beweis dessen, dass man mein Werk ja nicht gesehen hat, sondern nur ein einzelnes Video und meint, man hätte irgendeine Ahnung und würde irgendwas wissen. Das ist nämlich das Problem von den Leuten, die meinen, dass sie irgendwas wissen würden. Sie wissen eigentlich überhaupt nichts. Und über die Funktion eines Kaspers und seine pädagogische Komponente, geschichtlich, historisch betrachtet von früher, solltet ihr euch vielleicht mal Gedanken machen. Ich erkläre euch das nächste Mal, weil sonst wird das alles zu lang hier. Wa? Das ist, mein Output ist höher als die Uploadrate bei YouTube. Aber wir kriegen das in den Griff. Macht's gut, Freunde, und bis zum nächsten Mal an alle Wachen.